Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Heute wieder aus dem Multiplayer. Wir holen hier gerade unseren Auftrag ab. Und zwar fahren wir diesen schönen Schlepper da hinten, diesen Traktor oder wie auch immer der Auftrag heißt, von Duisburg nach Osnabrück. Und ich habe es halt wieder raus mit dem Rückwärtsfahren. So, ankuppeln, Leuchten anmachen. Das war die falsche Taste, ich wollte hier gucken. Der hat nämlich ein bisschen Überbreite. Das ist mal was Lustiges zum Fahren so. Was anderes. So, und stelle mich jetzt mal hier hin. Hier ist, glaube ich, Licht. So. Aber einen neuen LKW. Nämlich den neuen Mercedes. Mit dieser Lackierung hier eben. Seht ihr ja, diesen Anbauten. Ja. Soweit ist das eigentlich alles, was neu ist an meinem LKW. Ja, der fährt wesentlich leiser. Man hört ihn, glaube ich, fast gar nicht. Also, ich höre ihn fast gar nicht. Ich denke mal, ihr werdet ihn auch nicht wirklich hören. Aber gut. Wir sollten vielleicht nicht im 9. Gang fahren. Oh. Können die Straßen schön ausfahren? Es sind, glaube ich, kaum Leute auf dem Server. Gucken. Ja. Wenn ich ein Nein gegeben hätte. Ja, das ist gut. Nee. Ja, ich hab's beim Schreiben während dem Fahren ist immer schlecht sowieso. Nee. Was? Ich hab das Y vergessen. Juhu. So, jetzt haben wir es aber. 605 Leute. Gut, es ist gerade vormittags um 21:45. Und die meisten Leute werden wahrscheinlich noch Schule haben, da ich früher Ferien bekommen habe. Ja. Kein Wunder, dass denn hier niemand ist, ne? Warum ist ja eigentlich noch 50? Mal so als Frage. Da ist erst der Ortsausgang. Na gut. Habe ich so einiges falsch gemacht, aber ist mir egal. Mit dem Mercedes hier eigentlich sehr schön. Jetzt sitzt ja gerade hier von innen ganz gut. Ich werde euch das gleich mal ein bisschen zeigen, wenn ich hier auf der Geraden bin. Upsala. Habe ich genau zwischen 7. und 9. Gang versucht einzulegen. Das hat nicht so ganz funktioniert. So. Kann jetzt hochziehen. Und wir haben jetzt hier gerade in der Mitte die Geschwindigkeit. Dann können wir das umstellen hier auf Spritverbrauch und so weiter. Also was ist der? Das ist der aktuelle Verbrauch. Warum? Der Durchschnittsverbrauch. Dann hier die Temperaturen von Motor. Was ist das? Weiß ich gerade gar nicht. Ich da irgendwie ran, nee, oder? Ja, halt die Speed. Was ist das? Ich kann das nicht richtig erkennen. Da gibt es nicht irgendwie eine Sichtweise, wo man so ein bisschen nach rechts guckt. Minimal so. Na, ich kann es trotzdem nicht lesen. Range oder sowas in die Richtung. Ich weiß es aber gerade nicht. Naja. Auf jeden Fall gibt es diese Sachen hier alle in der Mitte zum Angucken. Sind alle eigentlich. Alle recht scharf. Muss jetzt schon wieder 50. Lass uns mal ausrollen, damit wir gleich wieder Gas geben dürfen. Ja, die Tankanzeige muss ich jetzt halt nach der Tanknadel da unten links in der Ecke gehen. Geschwindigkeit habe ich jetzt ja nochmal dann extra angezeigt auf meinem Display in der Mitte. Da sehe ich dann halt die ganz genaue Geschwindigkeit. Beziehungsweise ich habe ja noch mein Tacho. Dann steht unter der Geschwindigkeit in der Digitalanzeige noch der Gang. Und unter dem Tacho, also der Nadel, rechts von der Geschwindigkeit her, steht die Uhrzeit und die Außentemperatur. Also es ist gerade 4.45 Uhr und es sind 17 Grad. Ich denke, das kann man bei euch nicht wirklich gut lesen. Das ist verdammt klein, das kann ich kaum lesen. Muss ich schon genau drauf gucken. Ja, Drehzahl sollte klar sein. Ja. Navi auch an einer guten Stelle. Der LKW an sich eigentlich sehr schön so. Vom Aufbau her, ich kann ja mal ein bisschen lenken, dass man hier so alles sieht. Ganz die Knöpfe und Hebel. Ja. Und außen hatte ich ihn ja schon gezeigt, kann ja nochmal gucken, ist ja gerade keiner hier. So sieht er aus mit dieser Lackierung, habe ich ihn einfach mal zusammengestellt. Ist der beste, die beste Variante von diesem LKW, also von Achsen,
und Fahrerkabine und allem auf zum größten. Der Motor hat 625 PS, das ist auch der beste Motor. Höher kann man da nicht gehen. Das heißt, vom Scania runter auf den hier ist das schon eine Umgewöhnung. Man muss am Berg viel mehr schalten. Man hat mehr zu tun. Man hat eher realistisches Fahrverhalten mit so einem LKW, als beim Scania, wo du einfach jeden Berg mit demselben Gang hoch und runter fahren kannst. Ja, hier hat man jetzt ein bisschen mehr, wo man aufpassen muss. Aber da kannst du auch einfach geradeaus in den Abgrund fahren, oder? Ja, mit dem Gang werde ich hier hochkommen. Besser. Ihr merkt schon, ich kratze jetzt hier den Berg hoch ab. Ich weiß gerade gar nicht, wie schwer die Ladung ist. 13 Tonnen. Naja, es geht noch. Könnte schlimmer sein. Aber es ist gerade kein bisschen Verkehr hier. Ist etwas doof, wenn man so früh morgens aufnimmt. Oh, doch, hinter uns kommt jemand. Schick. Davon steht auch jemand. Kaum sagt man, es ist kein Verkehr, hier kommen welche. Oh, der laggt aber ein bisschen, oder bin ich das? Naja, mein Ping ist zwar der höchste hier, aber den habe ich eigentlich immer so. Das Spiel funktioniert jetzt im Übrigen auch wieder. Ah, will er nicht reinkommen? Doch, will er. Uah. Da hat er ja klein noch klar. Das war knapp. Das hätte anders enden können, ne? Deswegen, wenn man so Kolonne fährt oder so, sollte man immer so den Abstand halten, wie ich ihn gerade habe. Vielleicht auch ein bisschen näher, aber damit man auch reagieren kann, wenn der Vordermann ein Stadtbild hat. Sonst kann das zu ziemlich blöden Unfällen führen. Von Auffahrunfällen bis zu, du versuchst auszuweichen und fährst irgendwo anders gegen. Also, das ist nicht immer die optimalste Sache. Gibt es immer so ein paar blöde Unfälle, die da passieren können. Ja, ich finde den LKW sehr schön. Von außen hört man ihn wenigstens mal ein bisschen. Gerade rechts ist ja so. So hört sich der LKW von außen an. Von innen fast leise. Also du hörst fast nichts davon. Du hörst so ein ganz leichtes Brummen. Auch nur, wenn ich gerade voll Leuchtgas gebe und ein bisschen überdreht. Sollten wir wieder abbremsen, wir dürfen nämlich nur 70 fahren. Ja, ich fahre schon die ganze Zeit 75, ich weiß. Aber das mache ich gerne. Also ein bisschen 5 km drüber, nicht so schlimm. Kann man mal machen. Meine, wir sind LKW-Fahrer und die stehen immer unter Zeitdruck, ja. Muss man immer bedenken. Zeit ist Geld. Was macht der da drüben? Mensch, Mensch. Hier wollen wir runter. Richtung Osnabrück. Zella. Gerade hinter uns wäre jemand, aber das war nur unser Schlepper, der so übersteht. Weil es gibt ja auch so Leute, die um die Uhrzeit schon ohne Licht rumfahren. Wo du dir dann so einfach nur noch denkst, vielleicht sollte man das Licht anmachen. Ah, gut. Wir haben immer so ein paar Spezialisten, die sich auch gerne mal bei Nacht quer auf die Autobahn stellen, unbeleuchtet. Aber mittlerweile ist es weniger geworden. Ist schon länger nicht mehr passiert, dass da jemand sich quer auf die Fahrbahn gestellt hat, nur um irgendwie Leute aufzuhalten. Deshalb kann ich da auch mittlerweile wieder ruhig bei Nacht fahren, so ohne Fernlicht. Sonst bin ich auf der Autobahn gerne mal mit Fernlicht gefahren, wenn es richtig dunkel war, aber mittlerweile braucht man es eigentlich nicht mehr. So. Dürfen wir jetzt abgeben? Irgendwo da vorne rechts. Transinet geht's ja nah.
Oh, dann möchte ich schon mal ausstellen, ne? Hier auf dem. Was? Was? Dann backt irgendwie so ein Anhänger rum. Da ist noch einer. Ey, da kann ich jetzt ja gar nicht hinfahren. Ich will hier eigentlich gerne rückwärts. Ey, das ist doch. Dann hängt einer im Zaun. Muss ich jetzt aber gut improvisieren. Was macht der Kollege da hinten eigentlich? Na, ja, mach mal raus. So, jetzt würde ich gerne auch mal da rein, aber der ist ja noch nicht fertig. Ich muss so jetzt hier erstmal hinrangieren, weil ich stehe hier komplett falsch. Genau, so, jetzt ist fast schon hinpassen. Der Kollege, da müssen wir mal wegfahren. Kann ungern da durch. Wir warten. Was ist bald? Bei ihm los. Gang an den ist gut, ne? Was machst du denn da? Und dann, wenn er nicht weg wollte, das ist mir auch schon passiert. Dann hat er den Anhänger abgekuppelt, aber hat den Auftrag nicht abgegeben und ich konnte nicht mehr anhängen. War ein ziemlich doofer Bug. Deswegen ziehe ich seitdem immer die Handbremse oder stehe die ganze Zeit auf der Bremse. Damit das nicht wieder passiert. Aber mittlerweile sind wir auch schon Level 34. Und ja. Wir haben so ein bisschen Geld. Aber trotzdem nur 3 LKWs. Ja, es geht auch ziemlich viel Geld hier im Multiplayer drauf für Reparaturen, so durch Unfälle mit anderen LKWs. Was im Einzelspieler eigentlich eher nicht so der Fall ist. Hier passiert das schon öfters mal, dass du da einen Unfall baust. Aber gut. Das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine kleine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ciao.